Jojo Kinders, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Freedom. Und in der heutigen Folge, wie ihr es schon am Anfang gesehen habt, geht es um die Clash of Clans Map. Das ist ja quasi mein größtes Projekt in Minecraft, was ich gebaut habe, also in Minecraft Survival natürlich. Wir sind jetzt nur im Creative, weil ich ja hier ein bisschen so rumfliegen will und euch das so ein bisschen nochmal zeigen will, falls ihr nicht alles gesehen habt oder so. Beziehungsweise generell, dass ich hier im Video heute einfach nur so ein bisschen hier rumfliege und euch die Map zeige und was es damit so auf sich hat und so weiter. Und zwar habe ich die letztes Jahr irgendwann im April oder Mai angefangen und da sah das Ganze ja noch so aus. Ich blende jetzt einfach mal ein Bild ein. Und wie ihr seht, das war einfach nur ganz normales Land etc. Und da hinten ist das halt das Meer und so weiter. Und man sieht ja auch hier am Anfang, hier wurde alles platt gemacht. Das war ja hier teilweise so richtig hoch. Und das wurde hier alles weggemacht. Hier waren Hügel etc. Und das mussten wir alles wegarbeiten. Deswegen auch danke an den lieben Galacto Burrito, meinen Cousin Madman LP. Und auch an Delay, die haben hier alle drei fleißig ein bisschen was geholfen, sei es am Abbauen und so weiter, Bäume abholzen, ja genau, die drei sind auch hier verlinkt sozusagen. Ja, auf jeden Fall meinen herzlichsten Dank an die drei für die Hilfe beim Abbauen. Und ja, und beziehungsweise, mir fällt noch ein, Galacto Burrito hat auch hier bei diesem Muster geholfen. Da gibt es ja auch ein Video zu, wie wir das Muster auch erstellen. Und dann haben wir hier das auch aufgenommen in dem Zeitraffer, wie wir das Muster hier einsetzen mit den ganz vielen Clay und so weiter. Ja, das war auch alles eine Menge Arbeit. Und später hat er mir noch sogar hier bei den Felsen geholfen. Wir haben da nämlich die Map von Nick, also N11CK, könnt ihr auch mal auschecken, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Er hat auf jeden Fall hier diese Clash of Clans Map mit seinem Team quasi gebaut, also nicht die jetzt, sondern generell so Gebäude und so weiter entworfen und eine Map gebaut daraus. Und dann habe ich mir das vorgenommen, dass ich dann einfach auch eine Maxed Out Base mache. Und zwar sogar teilweise musste ich ja Sachen, also Gebäude, verbessern, weil die ja dann irgendwann geupdatet wurden, zum Beispiel zu einem neuen Level. Dann musste ich ja selber nochmal ein bisschen überlegen, wie baue ich das denn, weil der hat es ja nur zum Level 12 oder so gemacht und das war jetzt schon Level 13 oder wie auch immer. Und deswegen habe ich das dann halt versucht und deswegen ist auch sowas hier rausgekommen. Ich habe teilweise echt versucht, Sachen zu verbessern, wie zum Beispiel hier den Turm, glaube ich, habe ich auch verbessert damals. Also meine ich so zu wissen. Und ja, auf jeden Fall gab es da einige Sachen, die ich verbessern musste, damit das noch ein bisschen cooler aussieht, sagen wir es mal so. Aber naja, ich hoffe, euch gefällt diese Map auch, so wie mir. Wenn ja, dann zeigt es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben, weil es war echt krass viel Arbeit, es waren mehrere Stunden an Arbeit. Na gut, wir haben jetzt nicht, oder beziehungsweise ich habe jetzt nicht immer dran gearbeitet, dass es jetzt wirklich ein Jahr oder halt mehr als ein Jahr gedauert hat natürlich. Klar hatte ich ja auch andere Sachen gebaut, wie ihr es auch in den Videos gesehen habt. Es kam ja nicht immer was zur Clash of Clans Map, deswegen war es dann für eine Zeit lang auch eine Pause sozusagen. Aber ich habe mir jetzt halt letztens vorgenommen, oder beziehungsweise die Tage, dass ich die jetzt fertig mache und sie euch präsentiere sozusagen, wie es damit ausschaut und so weiter, damit ich auch endlich ein abgeschlossenes Projekt hier habe. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und das ist das, was ich aus Minecraft rausholen konnte. Das sind auch übrigens die neuen Level 10er Mauern oder so. Eigentlich fließt hier im Spiel, also Clash of Clans, so Lava runter. Aber das konnte man ja schlecht so wie so ein Half-Step machen und so weiter. Deswegen, ja, auf jeden Fall sieht das dann halt jetzt so aus mit diesem gelben und orangenen Glas. Hier zwischen hätte man eigentlich Half-Slabs nehmen können, beziehungsweise so eine Schräge, wie bei Carpenter's Blocks. Aber das konnten wir ja auch schlecht realisieren. Also ich musste alle hier so nur 3x3 Felder machen und nicht irgendwie so abgeschrägt und so weiter. Deswegen ist das ein bisschen blöd hier in Vanilla Minecraft, aber naja, das, was soll man denn jetzt da groß noch machen? Aber naja, so sieht's jetzt aus und ich bin zufrieden damit und ich hoffe, ihr seid's auch. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann demnächst noch mehr Videos bringen, aber das sieht man ja dann, weil ich mache ja zurzeit mein Fachabi und deswegen habe ich auch jetzt nicht unbedingt immer Lust, irgendwelche Großprojekte oder generell Projekte in Minecraft zu machen, die ich dann baue. Ich habe schon ein bisschen angefangen, zugegeben, wirklich an meinem Haus in der Mesa zu arbeiten, in einer Probewelt. Ich habe mir diesen Teil halt, mir da hergeholt,
quasi mit Schematica-Mod, habe ich mir jetzt rübergezogen, beziehungsweise aktuell mit MC-Edit in die Probewelt reinkopiert. Und da habe ich mir jetzt echt schon vorgenommen, so ein bisschen dran zu arbeiten an dem Haus. Es ist noch nicht fertig, es ist gerade noch ein bisschen angefangen und ein paar Ideen da reingebracht, beziehungsweise auch so Inspiration von anderen Häusern und so weiter. Irgendwie so ein Mischmasch wird das schon werden und das wird dann hoffentlich am Ende auch wirklich gut aussehen. Das werden wir ja dann dementsprechend sehen. Auf jeden Fall kommt dazu dann halt auch natürlich ein Video, beziehungsweise Update-Videos, wie das Haus so entsteht oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Freedom. Macht's gut, Leute. Ciao.